Schönen guten Morgen und ein besinnliches Fest. Es ist Lines Adventskalender-Gewinnspiel. Das erste Video am Tag ist immer das schwerste. Wie erwähnt, erstes Video und es gibt Geschenke. Darum geht es eigentlich im Alliance. Ja, Gewinnspiel. Ich muss mal ganz kurz noch was schauen, damit ich weiß, wenn ich nachher ankündigen darf. Wie man sieht, ich bin super vorbereitet. So, ja. Jedenfalls, wir verlosen ein wenig was vom Alliance Network. Wie letztes Jahr schon, es ist ein Türchen-Adventskalender, der durch die Kanäle geht, die im Alliance Network drin sind, wodurch wir, ja, die Möglichkeit haben. Nein, wir fangen mit den kleinen Sachen an. Wir verlosen Top-Trumps-Karten mit Topics. Wer das noch kennt, es sind Kartenspiele. Ich muss jetzt selbst nochmal raufgucken. Top-Trumps, das coole Trumpfspiel, vollgepackt mit Bildern und Daten zu deinen Lieblingsthemen. Zum Beispiel Star Wars habe ich für die Verlosung. Dann haben wir World of Tanks. Und das waren eigentlich die beiden, die ich habe. Das ist Kleinkram. Ich würde auch sagen, wir splitten es ein bisschen auf. Die beiden Dinger machen wir zusammen für jemanden. Kann man gewinnen. Dann haben wir nämlich drei Preise. Passend, weil ich es mal gespielt habe. Es ist etwas untergegangen dann irgendwann im Kanal. Walking Dead Cluedo. Nein, ich habe nicht Cluedo gespielt von Walking Dead gelabelt, sondern habe ja damals das Walking Dead Spiel gespielt, was ja so ein bisschen Left 4 Dead-like war. Es ist etwas Schreckliches passiert in Alexandria. Sie sind gerade von einer Plünderung außerhalb der Mauern zurückgekehrt, als sie sehen, dass Streuner die Gemeinschaft überrennen. Jemand hat die Gruppe verraten und die Wachen getötet und es liegt an ihnen herauszufinden, wer Alexandrias Sicherheit und das Leben seiner Bewohner in Gefahr gebracht hat. Ganz witzig, vor allem finde ich das eigentlich ganz cool. Cluedo, wer es nicht kennt, ist ja, man muss ja den Mörder feststellen, normalerweise. Und wer ist verantwortlich? 6 mögliche Täter. Wo ich gerade sehe, da sind ja sogar Charaktere dabei, die gar nicht mehr leben. Aber ist ja nicht schlimm. Es geht ja um das Prinzip. Und normalerweise in der Serie stirbt doch jeder irgendwann aus irgendwelchen dummen Situationen heraus. Es fehlt eigentlich noch diese Karte Stolpern und Sterben. Weil dann zufälligerweise irgendwo ein Zombie-Kopf rumrollt, der den dann beißt. Und jetzt kommt eigentlich das Coolste, was ich habe. Schon. Also das wäre auch ein Preis. Das wäre Preis 2 in dem Sinne. Ein Monopoly-Spiel. Aber ein besonderes, nämlich ein Monopoly Warhammer 40k. Mutig sind all jene, die alles wissen, aber nichts fürchten. Die grimmige Finsternis der Fernzukunft, eine Ära ohne Trost oder Hoffnung. Die Fortschritte durch Technologie und Wissenschaft, allgemeine Menschlichkeit und Einflussverständnis gehören der Vergangenheit an und wurden durch blinden Hass und niederen Überlebensinstinkt ersetzt. Es gibt übrigens, was ich sehr geil finde, dass die Spielfiguren, also Sammelspielfiguren steht drauf, und man kann als Spielfigur einen Ork-Spalter haben oder einen Space Marine Helm. Das würde ich am liebsten gar nicht verlosen, sondern würde das gerne selbst behalten, weil es halt schon eigentlich ganz cool ist, ein Warhammer 40k Monopoly Spiel zu haben. Vor allem immer die Erklärung, lass uns doch Monopoly spielen, dann holst du das Warhammer 40k ewige Jungfräulichkeitsspiel raus und sagst, wir spielen aber diese Version, weil alles für den Imperator. Emperor for everyone. Typ. Ja, das ist es dann schon. Das machen wir als Preis 3. Wollt ihr mitmachen, dann schreibt einfach in die Kommentare. Wir verlosen mal über Kommentare und nicht über Discord, wie sonst auch. Da haben wir übrigens noch im Moment auch noch das Gewinnspiel laufen für, jetzt lass mich lügen, für AOE 2 bis Sonntag. Und alle anderen Teilnehmerbedingungen entnehmt ihr bitte unten aus der Beschreibung. Ihr müsst, wenn ihr unter 16 Jahre seid, müsst ihr leider eine Zustimmung der Eltern haben, falls ihr gewinnt oder beziehungsweise wenn ihr euch anmeldet, müsst ihr mir da nicht zuschicken. Es muss nur vorhanden sein, falls ihr gewinnt. Und DSVGO-konform werden eure Daten nicht weitergeleitet. Ich werde alles nur für das Gewinnspiel verwenden und auch löschen. Aber denkt daran, dass ich euch irgendwie kontaktieren muss. Ich werde auf die Kommentare antworten.
und werde dann später dann sagen, dass ihr euch auf die E-Mail melden sollt. In dem Sinne, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ihr wisst ja, bei mir ist im Moment ein bisschen stressig und wir werden uns dann ja, wiedersehen, wiederhören und so weiter und so fort. Und es geht dann weiter bei morgen müsst ihr mal gucken, ist das Türchen bei Nerd Over News. Toller Kanal, noch nie von gehört, aber macht bestimmt geilen Scheiß. Morgen gibt's da ein Türchen. In dem Sinne, bis dahin, tschüle, euer Imperator. Ich sollte sowas nicht morgens um 8 machen.